Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich bin ja euer Sturmgänster und ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir sind natürlich mal wieder zurück in der Welt von Minecraft Skyward Quest. Und Leute, diese Folge wird wahrscheinlich aus einer einzigen großen Timelapse bestehen. Und zwar, wir müssen erstmal ganz kurz hier Manus Command-Block hier gleich benutzen. Und zwar, Leute, wir brauchen Mob-Drops. Ganz viele Mob-Drops. Mob-Drops für die, für Manus Kaffee und Mob-Drops für den Abbauzauber, den ich haben möchte. Und deshalb lege ich hier einfach mal den Schalter um und wir gehen auf Monster-Suchungstöte und Tötungsjagd in der Wüste. So Leute, also, ich habe jetzt hier erstmal ein paar Monster getötet. So. Ja, also, man sieht, meine Rüstung ist ganz schön, hat dran ganz schön drunter gelitten. Und mein Schwert auch. Aber ein bisschen geht noch. Außer beim Helm, den muss ich echt reparieren. Ich würde sagen, ich verkaufe erstmal alle bekommenen Mob-Drops an diesen Typen da, also an diesen Typen, an Abwassermoor meine ich natürlich. Ja, keine Ahnung, was der da für einen Dialog die ganze Zeit mit mir möchte, aber na gut, das ist einfach so ein verbuggter Dialog. So, das heißt, wir haben hier erstmal 9, dann machen wir davon nochmal ein paar. Oh shit, Leute. Dann hiervon und von den Knochen natürlich noch. Wir müssen nur einen einzigen umtauschen, dann haben wir nämlich schon die eigentlich die 40. Haben wir ernsthaft gerade all unsere Taler in. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Dass wir all unsere Taler gerade in Golden Coins umgewandelt haben. Och Mann, wir brauchen 40 Taler, ey. So, ich dachte, ich kann mir jetzt echt schon die Dings, die erste Sache hier kaufen, aber nein, kann ich nicht. Das heißt, wir müssen noch ein paar mehr Monster töten. Wie kann man eigentlich nur so dumm sein und all seine Taler in. Ich weiß es nicht, Leute. Och Mann, aber wir kaufen uns erstmal den Abbauzauber. Hallo Young, gib mir mal den Abbauzauber. Hier, danke, danke, hier, danke, hier, so. Damit können wir nämlich, wenn wir in rechts klicken, Blöcke abbauen. Und jetzt sind wir auf einem Zauberlevel, Level 1 geworden. Und wir haben einen Abbauzauber, Leute. Und das ist eigentlich auch relativ interessant. Und zwar, wir haben ja hier die Infinity Orbs. So, ich nehme mal mehr, ich lasse mir mal einen da in, ich lasse mir mal da einen liegen, falls ich den mal irgendwann mal später gebrauchen kann. Und zwar, Leute, wir haben hier so eine Oculus. Und in Oculus, da können wir uns quasi unsere eigenen Zauber dran machen. Also, na gut, hier nicht unbedingt, aber hier können wir gucken, was wir so skillen können. Und zwar, es gibt einen Protect-Teil, das habe ich noch nicht erlernt. Und dann gibt es Force Damage. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich, also ich kann auch hier in anderen Sachen machen, aber ich gehe mal auf einen Angriff, weil ich schon einen Abbauzauber habe. Und dann kann ich mich jetzt auf Magic Damage oder auf Fire Damage konzentrieren. Ich glaube, ich mache sogar Magic Damage. Das heißt, ich habe jetzt hier 3 Punkte verbraucht. Also hier oben werden so Punkte angezeigt. Ich habe so 3 Punkte verbraucht.
Jetzt kann ich die hier rechts klicken, dann habe ich Blue Skill Points quasi bekommen. Dann habe ich nochmal zwei weitere Punkte bekommen. Und dann kann ich jetzt gucken, woran ich weitermache. Also entweder Drowned, also hierfür brauche ich einen grünen Punkt. Ja, also das ist eigentlich relativ interessant. Von Fire kann ich eigentlich auf Lightning Damage gehen. Dann mache ich das, glaube ich, sogar mal. So, das heißt, ich habe mich jetzt hier so ein bisschen dran weitergebildet. Das heißt, ich kann auf drei verschiedene Arten und Weisen angreifen. Einmal auf Fire Damage, Lightning Damage und Magic Damage. Später wird es noch relativ nice, wenn man auch noch Damage als eigenes hat. Aber wir sind gerade Magier auf Level 1. Da können wir noch nicht so krasse Zauber einsetzen. Wir müssen aber ein bisschen den Zauber, unseren Abbauzauber zum Beispiel jetzt einsetzen. Denn jetzt bin ich auf Level 2. Und hier unten ist meine Mana zu sehen. Und die geht quasi dann immer runter. Und ja, das heißt, jetzt zum Beispiel ist meine Mana leer. Das heißt, da leuchtet es lila. Und wir sind aber schon ein Level weiter aufgekommen. Hier, weil hier ist quasi meine, unten da, wo meine XP-Balke manchmal so durch, die verschwindet manchmal und dann habe ich hier so meinen Magie-Level. So zum Beispiel, jetzt gleich bin ich sogar schon Magie-Level 3. Moment. So, jetzt bin ich zum Beispiel Magie-Level 3 und dann habe ich auch ein bisschen mehr Mana und ein bisschen mehr Sachen, die ich quasi einsetzen kann. Und von den Sachen, die ich mir dann, also von je höher ich im Level bin, desto mehr Punkte bekomme ich. Jetzt habe ich zum Beispiel einen weiteren Punkt bekommen und kann mir dann quasi natürlich aussuchen, was ich machen möchte. Ich kann zum Beispiel Gravity oder Bounce machen. Ich würde ja aber vorschlagen, dass ich mal hier oder soll ich direkt noch Frost Damage dazu machen. Für Frost Damage kann ich mich auf Freeze und dann auf Piercing. Aber das braucht noch einen grünen und einen roten Punkt. Und rote Punkte sind quasi die seltensten, die es gibt. Ich würde deshalb mehr so, na gut, Touch auch nicht. Das heißt, ich gehe mehr auf Self. Dann kann ich von Self nämlich auf Regeneration und auf Heal. Und Heal ist natürlich mega gut. Oder auf Shrink, also dann schrumpf ich. Oder ich kann auf Leap, Slow Fall. Also Leap ist ja Sprung, Slow Fall, ja, man fällt langsamer runter. Und dann geht es hier weiter runter. Gravity Well oder Levitate. Das heißt, so schweben und vom Schweben aus kann ich dann aufs Fliegen übergehen. Das heißt, ich es einen Flugzauber machen kann. Dafür brauche ich aber einen roten Punkt und der ist relativ teuer, der Flugzauber. Aber einen Leap-Zauber, der würde rein theoretisch, einen Levitate-Zauber, der würde rein theoretisch auch gehen. Wir haben ja noch dann hier noch einen Leap-Zauber, also Sprung. Das wäre eine ganz interessante, eine ganz interessante Art und Weise, wie man da hingeht. Und die Zauber können wir uns dann quasi an den Tisch machen, an dem Yang hier die ganze Zeit steht. Das heißt, wir können dann zum Beispiel sagen, so Self, und dann möchte ich Self auf mich Feuer machen, dann brenne ich selber. Das ist jetzt relativ dumm. Deshalb sollte man irgendwie so Protectile und Fire oder so machen. Oder was ich halt ganz gerne machen würde, ist Magic Damage. Aber dazu kommen wir mal in einer anderen Folge. Die Dinger bleiben drin, das heißt, ich weiß auch, welche Dings ich machen wollte. Wir wollten jetzt aber eigentlich noch mehr Monster töten. So. Das heißt, wir sehen uns gleich nochmal wieder. So Leute,
Dann verkaufen wir jetzt auch nochmal die Items halt, die wir jetzt noch gerade bekommen haben. Gut, also, ja, wir kommen irgendwie komischen Dialog da. Wir geben jetzt nicht unsere ganzen Taler wieder in Dingsens aus, sondern wir brauchen nämlich Coins für unsere Quest halt, also dafür, dass wir Manu den Kaffee halt bringen. So, das heißt, wir haben jetzt 15. Wir brauchen noch ein ganz klein bisschen mehr Leute. Also an Mob Drops. Das heißt wohl noch eine Nacht. Okay, aber die. Also die Anti-Time-Clock können wir auf jeden Fall schon mal holen. So, jetzt brauchen wir noch den Karotten-Freak-Kuchen. Okay, das heißt, das haben wir schon mal. Ja, die Items, also wir brauchen ja insgesamt noch mal 5 weitere von den Dingern. Das heißt, wir können rein theoretisch auch Taler umtauschen. Die Frage ist einfach nur, woher bekommen wir so viele Taler? Vielleicht. Nee. Nee, also. Ihr seht, Leute, das ist halt so das Problem. Und das Problem ist auch noch, Altonus wird uns irgendwann unser Haus wegnehmen und dann brauchen wir noch mehr Taler. Oder wir wohnen einfach bei Yang. Das kann auch sein, Leute. Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt ja eine etwas andere Folge, aber ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut auch auf Skyrod vorbei, Leute. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit der Folge und ciao, Leute.